Hallo, so, erstmal herzlich willkommen hier. Weiter geht's bei HNX TV. Parteien zur Wahl. Dieses Mal sind wir bei den Gemeinderatswahlen in Heilbronn. Bei mir die AfD, Dr. Raphael Benner, Michael Seher, Bernd Fischer und Marino Mehle stehen uns heute Morgen, ja, Frage und Antwort parat. So, erstmal einen wunderschönen guten Morgen euch vieren. Ja, am 26.05. sind Gemeinderatswahlen. Die AfD stark vertreten. Heute mal vier Stück von der Liste bei uns. Fangen wir gleich mal an. Ja, die AfD, wenn man so auf Facebook, in den Social Media schaut, achtet immer sehr auf Sicherheit. Wie sicher wäre Heilbronn, ja, wenn ihr im Gemeinderat wärt? Oder was wolltet ihr zum Thema Sicherheit da verändern? Ja, also das Thema Sicherheit, das ist, sage ich mal, meine Position. Ich wohne selber in der Innenstadt und ich kann nur sagen, die Umstände, die Zustände, alles, was wir nachts haben, ist also extrem schrecklich. Was wir unbedingt brauchen, ist eine 24 Stunden geöffnete Innenstadtwache. Wir brauchen eine Kameraüberwachung an Plätzen im Rathaus, rund ums Rathaus, Kilianskirche, Kiliansplatz. Eines der größten Drogenumschlagplätze in Baden-Württemberg, das ist eindeutig. Und die Sicherheit in Heilbronn muss auch durch sogenannte permanente Fußstreifen, Aufstockung vom Personal durch das Ordnungsamt gewährleistet sein. Das sind also diese Maßnahmen, die ich persönlich jetzt als erstes mal anreißen würde. Danke. Jetzt haben wir da aber schon Personalmangel bei der Polizei, bei den Hilfskräften und so weiter. Wie soll man das noch bewerkstelligen, da noch mehr Personal zur Verfügung zu stellen? Ausgebildetes Personal, die auch dementsprechend gut sind. Ja, also in anderen Städten, ganz speziell in Ostdeutschland, aber auch im Ruhrgebiet, ist es so, dass also diese ganzen Streifen, die gelaufen werden, werden also durch ein Ordnungsamt und durch einen Polizeibeamten, also zwei Personen. Und das ergänzt sich, weil auch das Ordnungsamt haben die Beamte oder die Angestellte vom Ordnungsamt haben andere Aufgaben und können andere Rechte ausüben als wie zum Beispiel Polizeibeamte. Und das ist eine sehr einfache Sache. Ich würde, glaube, 10 Leute im Ordnungsamt zusätzlich mehr einstellen für die Innenstadt und 10 Beamte von Streifendienst. Das würde reichen. Ja, okay, wie gesagt, die müssen wir irgendwo herkriegen. Das ist eigentlich ein bisschen das Problem. Aber ansonsten, okay. Wie wird Heilbronn so... Oder was würdet ihr allgemein, wollen wir mal nicht auf ein bestimmtes Thema gehen, was ist für euch so das Wichtigste, wo sollte man in Heilbronn relativ schnell irgendetwas tun, um etwas zum Positiven zu verändern? Keiner will, ich mach. Ja, in Heilbronn gibt es zum Beispiel Probleme, jetzt gerade speziell sieht man das sehr deutlich, was die Buga anbelangt. Wir haben infrastrukturelle Schwierigkeiten, die Straßen sind einfach überlastet. Das kommt daher, dass teilweise sehr große Fehlplanungen im Straßenverkehr in Heilbronn erfolgt sind. Ich kenne keine Stadt, wo man durch eine angedachte Fußgängerzone in ein Parkhaus fahren muss. Und das Parkhaus so zentral in der Stadt liegt, das liegt sehr gut. Aber für die ausfahrenden Fahrzeuge einfach unheimlich schwierig ist, dann wieder auf die Straßen zu kommen, rauszufahren aus Heilbronn. Man denkt Jahre schon drüber nach, Saarlandstraße zum Beispiel zu erweitern. Da tut sich überhaupt nichts. Das ist in keinem Plan in irgendwelchen Gremien, um da irgendwelche Fortschritte zu sehen. Ich finde es schade, man hat so viele Möglichkeiten in Heilbronn, die Stadt vom Verkehr zu befreien oder jedenfalls so zu planen, dass das sauber abfließt. Schade. Wie seht ihr das im Allgemeinen? Die Stadt eigentlich, weil es gibt ja einige Parteien, die würden die Stadt eigentlich am liebsten komplett ohne Fahrzeuge sehen und es komplett mit dem Nahverkehr machen. Wie ist das aus eurer Sicht raus? Noch mit dem Fahrzeug in die Stadt und dort parken oder alles auf außerhalb und dann gucken, dass man irgendwie mit Nahverkehr reinkommt? Ja, natürlich kennen wir diese Pläne, aber ich halte ehrlich gestanden davon nicht viel. Es gibt zwar relativ viele Probleme bei den Parkplätzen, es gibt ja nur im K3 und ums Rathaus rum tatsächlich Parkplätze
Ich bin eigentlich der Meinung, dass die Leute, wenn sie in die Stadt, in die Innenstadt gehen möchten, dann möchten sie auch mit dem Auto vorfahren, um ihre Einkäufe dort zu deponieren. Und das nur rein jetzt mit ÖPNV zu machen, halte ich für zu wenig. Das würde die Attraktivität der Innenstadt meines Erachtens weiter reduzieren. Und man sieht ja, wie heute schon der Leerstand dort ist, schätzungsweise 20%, vielleicht sogar mehr. Und das wird dadurch nicht besser, indem man den Leuten eben die Zufahrt sozusagen blockiert. Das ist eine ganz klare Sache. Also fahren wir weiter in die Stadt und baue eigentlich da mehr die Infrastruktur aus, dass man zum einen wieder rauskommt aus der Stadt. Ich glaube, das, was der Herr Seher angesprochen hat, war wahrscheinlich das Kaufhof-Parkhaus, wo du, glaube ich, nur... Ja, wo du nur auf einer Seite rauskommst, ganz gefährlich ist die. Also ja, schön zwei Ausfahrten, aber die eine führt halt. Achso. Okay. Hat schon zwei Ausfahrten, aber die eine führt halt über die Fußgängerzone und die andere durch den verkehrsberuhigten Bereich, um dann auf die Südstraße zu gelangen. Das ist unglücklich, das ist echt unglücklich. Und sagen wir mal, die vorausschauende Entwicklung gerade im Verkehr ist irgendwie auf der Strecke geblieben. Ich weiß nicht warum. Ich kann das bestätigen, was der Herr gesagt hat. Ich bin ja im Kundendienstbereich tätig und ich fahre jeden Tag diese Straßen. Ja, und ich sehe es genau, wo dieser Verkehrsstau ist überhaupt ist, genauso wie in der Saarlandstraße, ja, wo dieser Stau Richtung Frankenbach geht. Darum meine ich, sollte dieser Ausbau in Richtung Frankenbach, ja. Okay, sollte dieser Ausbau erweitert werden. Und genauso geht es also weiter, zum Beispiel, wenn man die Krallenstraße, ja, Richtung Buga fährt. Die sollte auch nach der Buga wieder freigegeben werden, um diesen ganzen Verkehrsfluss zu erleichtern, würde ich sagen. Und dann diese Neckartalstraße, wo ich auch jeden Tag fahre, wo morgens, ja, wie heißt die Brücke, von der Schleuse ab Richtung EVS, sollte ein bisschen erweitert werden, um eine Spur, damit dieser ganze Verkehrsfluss, ja. Ja. Also eine Spur heißt, könnte man da noch machen wie in anderen Städten, dass man sozusagen morgens die mittlere Spur für reinzus und nachmittags die mittlere Spur für rauszus nimmt. Ich würde eine Zusatzspur noch dazu nehmen, zwei Spuren. Das wäre idealer, also damit der Fluss zu erleichtern. Weil manchmal entsteht ein Stau, wo man gar nicht weiß, wo der überhaupt ist. Und danach sieht man, da ist ja gar kein Unfall, da ist gar nichts dran, gar nichts. Die Ausfahrten... Mach weiter. Ja. Ich wollte noch was sagen dazu. Dann. Ja gut, die Ausfahrten sollten verbreitert werden. Würde ich sagen, ja. Ja, also es ist ja ein grüner Wahnsinn, was wir grundsätzlich in Baden-Württemberg ganz speziell haben. Auch mit Fahrzeugverbot, Dieselverbot und alles. Und wenn wir jetzt die Straßen alle wegmachen und machen nur noch Fahrradwege zum Beispiel draus, ja, dann ist die Stadt tot. Also die ist sowieso schon tot, aber dann wird sie noch toter. Dann ist gar nichts mehr, keine Attraktivität mehr hinter dieser Stadt. Ja. Und durch einen Ausbau genau dieser Achsen und der Kranestraße haben wir eine Entzerrung des Innenstadtverkehrs und auch weniger Stau. Und das sage ich jetzt, appelliere ich jetzt ganz genau an die Grünen, die zukünftig im Stadtrat sitzen, ja. Wenn wir die Neckartalstraße ausbauen und die Saarlandstraße ausbauen, dann sind hier 5000 Leute in Frankenbach allen dankbar, die dafür stimmen, ja. Und alle, die in Böckinger unten sind, die sind mehr als happy, wenn sie nicht 25 Minuten brauchen zu ihrer Arbeitsstelle, sondern nur 15. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Der wird immer wieder vergessen, der Zeitfaktor, die Fahrzeuge stehen im Stau, verbrauchen mehr Benzin und dann haben wir natürlich auch mehr Feinstaubbelastung. Deshalb Ausbau der Verkehrsstraßen, dann haben wir also eine Entzerrung und schnellerer Fluss und auch weniger Abgase in Heilbronn. Jetzt ist gerade schon gefallen, Dieselfahrverbote, weiß es nicht genau, inwieweit der Gemeinderat da irgendwo für jede Stadt oder Gemeinde im Endeffekt mitbestimmen kann. Wird der Gemeinderat da gefragt, ganz kurz, wenn es um Dieselfahrverbote geht, ist der Gemeinderat da zuständig oder kommt es von oben runter? Soweit ich weiß, wird es vom Regierungspräsidium dann umgesetzt. Inwiefern da der Gemeinderat Mitspracherecht hat,
ist, weiß ich nicht, ganz ehrlich. Aber ich halte es für dringend erforderlich, dass der Gemeinderat auch die entsprechenden Kompetenzen dafür bekommt. Es gibt ja sowas wie ein Subsidiaritätsprinzip in der europäischen Gesetzgebung, und das lautet für den Bürger übersetzt ganz einfach, dass die Probleme an der Stelle gelöst werden sollten, wo sie entstehen. Also sprich, wenn hier Feinstaub entsteht, dann muss sich eigentlich die Gebietskörperschaft mit dem Problem auseinandersetzen. Und dann braucht man eigentlich niemanden, der von außen kommt und uns da irgendwelche Dinge vorschreibt, die man selber eigentlich besser selber lösen könnte. Das ist meine Meinung dazu. Und wie steht ihr zu dem Dieselfahrverbot? Ja in Heilbronn oder nein? Also wir sind eine Stadt, die eigentlich vom Automobilbau abhängig ist. Wir haben gleich Audi NSU da. Wir haben sehr, sehr viele Zulieferer. Wir sägen uns den Ast ab, auf dem wir sitzen. Und wir könnten das ganz anders steuern. Es gibt hier Messpunkte, die an Stellen stehen, die eigentlich die Emissionen direkt am Auspuff des Fahrzeugs messen. Man müsste eigentlich eine Norm haben, die für alle Städte gilt, weil die Luft in Madrid kann sicherlich nicht besser sein als die in Stuttgart. Da ist irgendwas verkehrt. Ja, haben ja schon gesagt, in Madrid stehen die Messgeräte etwas weiter weg von der Straße, aber eigentlich so, wie die EU das angeordnet hat. Also wir Deutsche sind da wieder etwas übereifrig in dem Bereich. Da muss ich noch vielleicht was dazu sagen, weil gemessen wird ja der Feinstaub. So, aber es wird ja nicht gemessen, woher der Feinstaub kommt. Und wenn wir gegenüber von der Messstelle ein Haus haben, das mit fossile Brennstoffe beheizt wird, das würdest du jetzt, Gas, Wasser, Heizung, Installateur, kennt sich da ganz prima aus, dann fließen diese Ergebnisse natürlich in diese Station mit ein. Und selbst wenn kein einziges Dieselfahrzeug auf dieser Straße fährt und es sind da gegenüber ein, zwei Häuser, die mit fossile Brennstoffe beheizt werden, ja, oder auch Ölbefeuerung, das gehört ja auch noch dazu, ja, und dann womöglich noch 15 Jahre alt, ja, dann haben wir hier unten an dieser Station Werte, ja, obwohl kein einziges Auto fährt. Das ist Fakt. Und deshalb, eine Messstation sagt nicht, das kommt von da und da und da, sondern es sagt nur, das ist da. Das Ergebnis ist da. So, und da müsste man halt mal ganz arg differenzieren, von wo kommen überhaupt diese ganze Feinstaubpartikel, die ganze NOx, woher kommt das überhaupt alles? Ja, und ich sage ganz klar, dass der wenigste Anteil, der kleinste Anteil, das sind Dieselfahrzeuge. Ist das meine Meinung? Ich bin ganz deiner Meinung. Nur ganz kleines Beispiel. Zum Beispiel, jetzt würden Sie die Neckartalstraße zumachen. Ja? Da fahren doch diese Flussdampfer. So. Mit dem Schweröl fahren die. So. Jetzt der Wind bläst. Jetzt, wir wissen nicht, wo das herkommt, so wie der Fischer gesagt hat. Also. Ist Utopie sowas, würde ich sagen. Also, auf Deutsch gesagt, geht es eigentlich gar nicht so weit um den klar, Gemeinderat, da geht es nicht darum, Diesel ja, nein, sondern euer Ding, stellen wir doch erst einmal die Geräte so auf, wie man sie aufstellen sollte, gucken uns dann das Ganze an und dann können wir diskutieren, wie wir das Problem lösen, oder? Wenn es jetzt genau, das ist die Idee. Man befolgt einfach die Anweisungen und stellt die Geräte so auf, wie sie eigentlich aufgestellt gehören. Wobei, wie gesagt, Heilbronn, wir leben von der Automobilindustrie und ich weiß nicht, was jetzt passiert mit den Grünen. Das geht ja so weit, dass die mittlerweile Parkgebühren für Fahrräder erheben wollen. Mhm. Also Leute, sorry, da fällt mir nichts dazu ein. Wollt ihr auf jeden Fall mal in Heilbronn nicht? Ja, nicht, dass ihr da... Wir sind ja auch so weit, dass wir jetzt eine CO2-Steuer im Gespräch haben. Ja, auf jeden Fall. Legen wir alle Messgeräte hinter, um zu messen, wie unser Pups dann CO2 ausstößt. Jetzt wird die Atemluft besteuert. Also für mich hört es auf. Ja, aber auf jeden Fall also mit euch Thema angehen, locker und... Ganz richtig angehen, ja, ja. Und auch wissenschaftlich angehen, nicht nur populistisch. Ja. Gut, was haben wir noch für Probleme in Heilbronn? Eins, das wird immer größer und größer und größer, das ist unser Wohnungsproblem. Also ich kenne ein paar Leute, die... sind seit Jahren auf der Suche nach irgendeiner Wohnung, kriegen keine, und wenn dann zu Preisen, wo denkst du, ey, da hast du früher aber Schloss vermietet.
Natürlich gibt es ein paar Sachen. Zum einen sind wir Universitätsstadt, sind wir alle stolz drauf. Super, bloß muss man halt dann schauen, wo kriegst du hin. Wir wollen immer noch weiter ausbauen, den Campus. Das heißt, da werden in Zukunft noch mehr Wohnungen fehlen. Auf der anderen Seite hatten wir ja auch leichte Zuwanderung, die wir ja auch irgendwo unterbringen mussten. Und dementsprechend haben wir da gerade im Wohnraumbereich etwas Probleme. Wie machen wir das so? Locker Zwangsenteignen, was noch alles freisteht und dann verteilen, oder? Ja, das ist ja ein ganz interessantes Thema. Ich selber bin beruflich im Wohnbau tätig. Es ist ganz überraschend, dass Wohnungen fehlen, weil Statistiken gibt es erst seit gestern. Man konnte also nicht feststellen, dass vor 18 Jahren ein Kind geboren wurde, das irgendwann einmal eine Wohnung braucht. Alles überraschend. Überraschend kam sicherlich, dass der Dieter Schwarz hier aus Heilbronn eine Universitätsstadt machen möchte. Aber er sorgte auch selber schon dafür, dass entsprechende Apartments und Wohnungen gebaut wird, aber viel, viel, viel zu wenig. Was gegen so Städteentwicklung läuft, sind wieder unsere Freunde bei der Grüne, die sagen, keine Neubaugebiete in Heilbronn ausweisen, sondern verdichtete Bauweise. Das heißt ja, dass noch mehr Flächen dichter bebaut werden, noch mehr Grün in der Stadt wegfällt. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die Grüne wollen. Bundesweit gesehen haben die Grüne den Vogel abgeschossen, indem sie sagen, nicht bebaute Grundstücke müssen bebaut werden, ansonsten gibt es eine Strafe dafür. Kann man machen, aber dann kommen dann die SPDler und die Jusos mit dem Herrn Künast seine Ideen. Der Kevin meint ja dann, wenn einer mehr als eine oder zwei Wohnungen besitzt, wird er zwangsenteignet. Also das heißt, zunächst bauen wir mal unter Strafe die Wohnungen und dann werden wir von der SPD zwangsenteignet. Also Leute. ist aber irgendwie ein geiles Konzept, muss man sagen. So. Ja, also mit Zwangsenteignungen à la Kühnert können wir das Problem natürlich überhaupt nicht lösen. Ja. Denn wer soll denn die Wohnungen bauen? Entweder es baut irgendeine Wohnungsgesellschaft, wie zum Beispiel Vonovia oder Deutsche Wohnen, da was hin, von denen wir wissen, dass sie die Hälfte der Heizkostenabrechnungen falsch sind. Also die Jungs wollen Geld verdienen und ich finde es eigentlich wesentlich sinnvoller, dass man privaten Investoren, also auch nicht gerade Milliardären oder so, à la Schwarz, sondern dass eben auch Privatinvestoren hier Wohnraum schaffen und dann auch entsprechend dafür belohnt werden. Und Belohnung à la Zwangseignung sieht also anders aus. Ja, wie gesagt, das ist ein großes Problem. Michael Seher hat schon gesagt, kommt aus der Branche. Wie schaffen wir das eigentlich? Wo kriegen wir eigentlich die Bauplätze? Sind die da? Oder also könnten wir rein theoretisch was machen? Oder wäre jetzt nicht unterm Strich sogar deine Zeit, wo du sagst, ey geil, ich mache so 10 Stockwerke und dann mache ich da 827 so Wohnklos, ne? So à la japanischer Style, weißt du? Also wird wirklich nur so in so Luke reinlegen kannst, wo kommen wir da hin? Naja, also die Idee geht schon in die Richtung. Man kann ja nicht nur in die Breite bauen, sondern man könnte rein theoretisch auch in die Höhe bauen. Aber bis jetzt hat noch keiner den Mut gehabt, im Gemeinderat zu sagen, wir bauen mal ein Hochhaus in Heilbronn. Wenn man so über Heilbronn guckt, es gibt vielleicht 5 Hochhäuser oder so. Vielleicht gibt es auch 6, ich weiß es nicht. Ja, das kommt immer davor, wo du bei Hochhaus anfängst. Ja, genau. Also ich glaube, der Ami wird sagen, hey, alles flach baut hier. Das wäre sicherlich eine Idee. Nur, ich meine, da kommen dann wieder viele, viele Leute und sagen, Hochhäuser, soziale Brennpunkte, schwierig. Ja, jedem Menschen recht getan ist eine Kunst, die keiner kann. Aber wir müssen Lösungen finden und wir müssen einfach Ideen besprechen. Und ich sehe eine Lösung im Hochhausbau. Ich sehe eine Lösung in Erweiterung von Wohnbauflächen. Wir haben zwar jetzt ein paar Flächen, die in Heilbronn kommen, die sind aber überwiegend für Einfamilienhäuser geplant und wird den Druck, den wir haben hier im Wohnungsmarkt, sicherlich nicht wesentlich verbessern. Wo ist die Lösung? Bitte? Also die Lösung in Hochhäusern? Also Flächenverbrauch ist sicherlich ein großes Problem, aber man könnte in die Höhe bauen.
können schöne Wolkenkratzer bauen, wie New York. Warum nicht? Also ja. Und ist städtebaulich bestimmt interessant. Und vor allen Dingen ist so, ich würde auch gerne in so einem Hochhaus wohnen. Die Aussicht da oben ist genial. Ich wollte gerade sagen, es gibt halt Bronner, die fahren nach Frankfurt, um mal ein Hochhaus zu sehen. wir haben schöne Landschaft, wie man Weinberge außenrum. Ja. Und man hätte tolle Blicke auf die ganze richtig schöne Weinberge. Fände ich toll. Okay. Also zu dem Thema etwas, es ist ja geplant, diese Hasselter-Siedlung auszubauen neben der Kreisberufsschule. Da waren ja schon Anhörungen auch im Bürgerbüro, da sind schon Pläne gezeichnet worden. Da werden die erste gravierende Fehler, die ich auf dem Plan sehe, ist, dass zum Beispiel nur eine Straße kanalisiert wird, die dann in Böckingen an dem neuen Kreisverkehr hinter dem Lidl rauskommen soll, also am Sonnenbrunnen, am Schießplatz hinten vorbei, am Bahngleis entlang. Und da soll dann auf diesem kleinen Kreisverkehr in Böckingen, soll dann alles sich im Kreis drehen. Ja, es wurden da oben geplant 1000 Wohneinheiten und 1000 Stellplätze. Aus Erfahrung weiß ich, dass 1000 Stellplätze sich zwar ganz gut anhört, aber nicht im Verhältnis zu 1000 Wohneinheiten. Weil wir haben jetzt schon das Problem mit der Kreisberufsschule, dass also alles zugeparkt ist. Da ist also übrigens auch der Kreistag, das ist ein Thema vom Kreistag. Der Kreistag muss unbedingt neue Parkmöglichkeiten hinter der Kreisberufsschule in Böckingen schaffen, muss ein Parkhaus bauen. Und da ist meiner Meinung nach dieser Zusammenfluss auch in diesem Bereich, wer baut was und wann und wo und wie. Das ist sehr mühselig. Und ich denke, in 10 Jahren steht da drüben noch kein Haus in der Hasselter Siedlung, weil die ganze Bürokratie aneinander sich wegarbeitet. Und das müsste meiner Meinung nach auch zentralisiert werden. Wir haben oben die Schanz, die kann jederzeit geradeaus durch erweitert werden in mehrere Straßen, in mehrere Möglichkeiten nach hinten. Über den Ausbau der Saarlandstraße können wir neue Wohngebiete schaffen, einmal Richtung Frankenbach, einmal Richtung Böckingen, Schanz zu. Wir haben eine Gartach-Erweiterungsmöglichkeit. Wir haben in Frankenbach oben die Maihalde links weg, Kirchhausener Straße haben wir Erweiterungsmöglichkeiten. Es liegt also nicht daran, dass wir keine Möglichkeiten und kein Bauland mehr haben, sondern man muss sich Heilbronn mal aus der Luft anschauen. Wir haben sehr viel weniger Innenstadtgrün jetzt durch den Harmoniebau, aber ansonsten trotzdem sehr grüne Zone. Die sollte auch erhalten bleiben und meiner Meinung nach sollte die Stadt nach außen wachsen über die Stadtteile. Das wäre also der beste Punkt, auch um in Heilbronn eine sogenannte Verdichtung, die ich persönlich ablehne, um diese zu umgehen. Was man natürlich machen kann im Stadtrat, ist, dass man sich die Bauordnung mal anschaut. Ne? Weil, sage ich mal, es ist auch ein Investitionshemmnis, wenn Bauordnungen so rigide sind, dass Bauen immer teurer wird. Man sollte da vielleicht mal auch in diese Bauordnung reinschauen und dann mal gucken, was man da machen kann von behördlicher Seite, weil da weiß ich jetzt ganz genau, dass die Kommune eine ganze Menge machen kann. Und da wäre doch das eine gute Sache für Heilbronn. Ja, jetzt haben wir mal ein paar Häusle gebaut, schönes Hochhaus, haben einen Haufen Straße ein bisschen umgebaut, vergrößert. Haben wir das Geld eigentlich dafür? Wie weit seid ihr da schon informiert oder was kriegt man da mit? So, wie weit geht man da rein und weiß, Mensch, da liege hier, weiß Gott wie viel? Also grundsätzlich gibt es Landes- und Bundeszuschüsse. Heilbronn hat es versäumt in den letzten Jahren, das weiß ich über Landtagsabgeordnete, über Parteikollegen von mir, ihr Etat, die ihnen zur Verfügung steht, abzuberufen. Das heißt, es gibt ein Etat und dieses Etat wurde nicht in Anspruch genommen. Ja. Und da muss man einfach nacharbeiten und müsste jedes Etat für jeden einzelnen Punkt, ob das jetzt, sag ich mal, Straßenbauzuschüsse sind, Wohnbauzuschüsse, Entwicklungszuschüsse, das müsste man alles einfach mal zu 100% auch abrufen, dann wäre auch genügend Geld da. Und wie Dr. Benner schon gesagt hat, wir haben auch die Variante, dass wir natürlich sehr viele Privatinvestoren in die Stadt bekommen können. Und es muss für beide Seiten lukrativ sein. Es muss für den Investor lukrativ sein, aber auch nachher für den Käufer bzw. für den Mieter. Wenn wir einen Investor reinbringen, der hier eine Mietwohnung mit 50 Quadratmeter mit 1000 Euro kalt hinstellt, dann kriegt er die vielleicht doch irgendwie vermietet, weil es zu wenig Wohnungen sind. Aber das ist nicht das Ziel. Es muss für beide Seiten tragbar sein und da müssen einfach mal alle an den Tisch. Du sagst gerade, wie kriege man eigentlich die Miete runter?
Wir sind hier auch im Stadt, gerade im Stadtbereich sind wir ja unglaublich nach oben geschossen. Wie gesagt, ich kriege das immer wieder mit. Ein Haufen Leute, die Wohnungen suchen auf der anderen Seite. Wenn da mal eine kommt, dann hast du wirklich so 50 Quadratmeter, 1200 warm. Ja, und denkst du, ja, schafft man das irgendwie, kriegt man die wieder runter? Weil es ist ja kein Bundesding, wo es heißt, muss sein. Ja, also da habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Also es muss ein vernünftiger Investitionsmix her. Wenn wir uns irgendwelche großen Investoren anschauen, die dann hier ein Monopol schaffen, dann werden wir die Mieten nicht runterbekommen. Wir brauchen wirklich einen Mix, was die Investitionen angeht. Und da müssen eben auch kleinere investieren können, dürfen. Und dann gibt es einen gesunden Wettbewerb. Und dieser Wettbewerb wird die Mietpreise auch wieder nach unten bringen. Wenn nämlich genügend Objekte zur Verfügung stehen, das ist ja alles eine Frage von Angebot und Nachfrage, ne? Und die Nachfrage, die ist halt im Moment ein bisschen höher als das Angebot. Und deswegen steigen eben die Mieten. Das ist ja nicht nur ein Phänomen von Heilbronn, sondern das kann man ja im ganzen Bundesgebiet, im städtischen Raum kann man das ja feststellen. Aber das ist ja ein Ergebnis von jahrelangem, sage ich mal, Schlafen. Oder, sage ich mal, staatlichen Fehlallokationen. Und da müssen wir wieder einen gesunden Mix hinbekommen. Ne? Das muss sich wieder lohnen, eine Wohnung zu bauen und zu vermieten. Ganz klare Sache. Ja, ich sehe es ja auch mal aus Sicht der Studenten, verstehst du? Wir bieten denen hier tolles Studium an, sagen, Mensch, komm nach Heilbronn. Und dann werden sie da in irgendwelche WGs abgezockt. Und die WG-Zimmer, 350 Euro für euer Zimmerle. Verstehst du, dann hast du eine Vier-Zimmer-Wohnung und machst da mal geschwind, aber mal richtig Asche draus. Irgendwann sagt der Auto, da studiere ich woanders. Ja? Sind auch, die Baukosten sind einfach erheblich, weil die Vorschriften immer wieder schärfer werden, Wärmeschutzverordnungen. Man könnte viel, 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 viel billiger bauen. Wenn man mal gucken, in den 60er und 70er Jahren hat man auch schon Häuser gehabt, die einigermaßen Wärmeschutz hatten. Und da waren Baukosten, wenn man das auf heute runterbricht, ziemlich genau die Hälfte. Und ist ja klar, je mehr der Staat fordert, je mehr man isolieren muss, je mehr Aufwand man treiben muss, um eine Wohnung nach KfW-Standard zu bauen, desto teurer wird das Invest. Und einfache Mathematik, es muss sich lohnen. Das heißt, je mehr Verordnungen und Vorschriften dort gemacht werden, desto mehr Miete braucht der Investor. Sonst rechnet sich das nicht. Also es ist ein Rädle, da muss man irgendwo anfangen zu drehen. Und am einfachsten ist es, indem man sagt, so wie ich vorhin schon gesagt habe, bin ich wieder beim Thema Hochhäuser. Ja? Obwohl ich verkaufe gern Einfamilienhäuser, da lebe ich ab und zu davon. Hochhäuser ist eigentlich eine Lösung, weil man kann hier sehr wirtschaftlich bauen, wenig Platzverbrauch und hat relativ schnell viel Wohnraum, den man vermieten kann. Ja, also die Lösung im Endeffekt da auch wieder viel Wohnraum anbieten, Angebot und Nachfrage und schon geht das ganze Ding wieder runter. Auf der anderen Seite, warum wird eigentlich zurzeit nicht gebaut wie blöd, weil bei dieser Null-Zinspolitik kriegst du ja gerade Darlehen nachgeworfen im Endeffekt. Warum baut da eigentlich nicht jeder irgendwo? Jeder Investor müsste froh sein, jetzt eine gescheite Finanzierung zu machen. Es wird gebaut wie blöd. Es wird sogar mehr gebaut wie blöd, weil jeder, der jetzt ein Haus baut, kriegt, wie du schon gesagt hast, super, super gute Konditionen bei der Bank. Es fehlen die Grundstücke und es dauert unendlich lange, um ein Bauvorhaben genehmigt zu bekommen. Es ist wahnsinnig, in Heilbronn zum Beispiel reden wir gerade zwischen 3 und 4 Monate, um eine Baugenehmigung für ein Familienhaus zu bekommen. Das ist ein Bauverhinderungsamt und kein Baugenehmigungsamt. Es sind unendlich viele Bauvorschriften, die in den Satzungen der Orte drinstehen. Und das ist ein Thema, das die Gemeinderäte beschließen können. So wie Herr Dr. Benner das vorhin gesagt hat. Das ist Aufgabe eines Gemeinderats, die Bebauungspläne mit aufzustellen und zu bestimmen. Und es sind Bebauungspläne, ich übertreibe mal, da steht drin, dass man dienstags nur mit Turnschuhen ins Haus darf. Also es ist ja wirklich alles bis ins Detail geregelt. Und gerade im Einfamilienhausbereich, wo die Menschen ihr Lebensinvest machen, schreibt irgendeine Behörde vor, dass das Dach nur mit rote Ziegel gedeckt werden darf, dass nur 1,5 Geschosse gebaut werden darf und nicht nur donnerstags mit Turnschuhe rein darf. Das ist meines Erachtens, das ist verkehrt. Da würde ich sehr gerne was ändern. Also im Endeffekt, wir schlagen uns mal wieder mit unserer eigenen Bürokratie.
Eigentlich das, glaube ich, warum, ich glaube, wenn da mal einer kommen wird, wird die komplette Bürokratie reformieren. Ich glaube, mir würde in einer Speed laufen in dem Land, das wäre unglaublich. Also. Ja, vielleicht sollte man es machen wie von der Leyen und einfach mal ein paar teure Berater einstellen, vielleicht hilft es. Ich wollte schon immer so ein Berater sein. Weil was die nach 6 Jahren und 8 Millionen rauskriegen, finde ich immer wieder unglaublich. Das kannst du mal Vormittag machen, der Rest hast Freizeit und nicht schlecht Geld verdient. Also ich würde dann den Berater beraten. Das wäre dann auch noch. Ja, frei, ist okay. Gut, was haben wir noch so? Jetzt haben wir Heilbronn umgebaut, wir haben Struktur, wir haben ein bisschen, was haben wir noch alles gemacht, alles gut. Auf irgendeinem Plakat von euch habe ich gesagt, ich glaube, bei Bernd Fischer war es Jugend und Vereine. Da denke ich, ja, endlich mal jemand, der kommt und hier wir doch irgendwann wieder erstklassig im Fußball in Heilbronn sind. Ja, was meinst du mit was Jugend also, und Vereine, wen also, unterstützen wir da? Fangen wir an, Jugend und Vereine. Grundsätzlich sage ich mal, wenn ein Jugendlicher in einem Verein ist, dient es der sozialen Bindung auch zur Stadt, zum Verein, Kameradschaft, Freundschaft, Zusammenhalt. Das sind Werte, die ich in den letzten 10 Jahren bundesweit etwas vermisse, die etwas runtergegangen sind. Der andere Punkt ist dieser Zusammenhalt. Man fährt auf ein Fußballspiel, aber es muss noch nicht, man redet immer Sport, hört man immer Fußball. Ja, aber es gibt ja auch noch Tennis, es gibt ja noch Schach, ja, es gibt ja noch Ballett, Flamingo-Tanzen, es gibt Vereine, Fischereivereine gibt es, ja, Kleintierzuchtvereine. Und dieser Zusammenhalt, den ich persönlich erlebt habe in meiner Jugend über die Vereinsmeierei, könnte man schon fast sagen, das hat mich persönlich auch sehr konservativ geprägt. Ja, und da müsste man die Jugend einfach wieder in verschiedene Aktivitäten, Unternehmungen, Vereine reinbringen. Ja, weil jeder Jugendliche, der in einem Verein ist, steht nicht auf der Straße in dem Moment und verkauft er Drogen oder kommt auf die schiefe Bahn. So, diesen Zusammenhang sehe ich ganz eindeutig und deshalb Jugend und Vereine, das verbinde ich miteinander. Und da kommen wir zu dem Etat der Stadt Heilbronn von ich gerade sagen, so, das, was du sagst, Millionen schön, aber was Euro pro Jahr, wobei uns allen hier auch noch die 20 Millionen für Kultur, ich suche die Kultur in Heilbronn, ich gehe davon aus, dass von 20 Millionen etwa 19,9 Millionen in das Stadttheater verschwinden als Subvention und die 5 Millionen für Vereine in Heilbronn, die suche ich persönlich auch vergebens. Ich vermute, dass da 2, 3 größere Vereine den Großanteil mit subventioniert werden. Aber genau kleine Vereine, die sich aufbauen, ich sag mal Musikverein, der braucht Musikinstrumente, der braucht Uniformen, da kostet eine Person mal 1.500, 2.000 Euro. Ja? Da habe ich, weiß ich das aus Erfahrungen aus meiner Familie raus und ich war selber früher hier in Heilbronn mit Musik unterwegs, weiß ich, also da fließt gar nichts rein. Im Gegenteil, da wird er noch Mieten für Proberäume, denn die kleinen Leute, die sich im Verein dort engagieren, wird noch Miete für Proberäume von der Stadt verlangt. Und da muss ich einfach sagen, das ist mein persönliches Anliegen, da muss man mal einen Schnitt machen. Diese Leute, diese Jugend und auch die vielen kleinen Vereine, die gehören unterstützt und die gehören nicht drangsaliert und ausgenutzt, mehr oder weniger von der Stadt. Ich glaube, die 5 Millionen, die sind viel einfacher weg, wie man es denkt. Ich glaube, die gehen ja Leute für Rasenmäher und Instandhaltung von dem, was da ist. Weißt, das musst du, ja, nee, du musst denken, du hast da 20 Fußballplätze, die der Stadt gehören, bis der die alle immer mäht hat, dass die auf dem Ding sind, plus nochmal die Halle erhalten. Ich glaube, da sind die 5 Millionen weg. Da hast du noch nichts anderes gemacht. Wie gesagt, ich kenne die Verteilung nicht. Ich bin da sehr gespannt. Ja, im Notfall muss man das Etat aufstocken. Aber wie kriegst du die Jugendlichen in die Vereine? Das ist ja eigentlich das Problem. Du musst sie erst einmal von der PlayStation wegholen. Genau. Wir müssen sie im Prinzip von draußen wegholen. Wenn die schon mal draußen wären, wäre es toll. Dann das müssen finden. Nicht unbedingt sportliche Vereine sein. Ja, das muss ich auch sagen. Es ist genau künstlichere. Es können Vereine sein, die sich für Bildung, für Kunst, für Zeichnen, ja, auch Vereine für Architektur. Ich bin also da auf alles offen. Wir kriegen die eigentlich nur weg über Angebote. Und ich sehe persönlich in Heilbronn keine Angebote dazu. Zumindest nicht von öffentlicher Hand gefördert und unterstützt. Alles klar. Gut. Haben wir eigentlich so, glaube ich, das Wichtigste irgendwo fast durch.
Du schüttelst den Kopf, ich denke mal, das ist ein paar Meter weiter vorne, wollte ich gerade anfangen. Wir sind hier im Arcade-Hotel. Ein paar Meter weiter vorne ist eine Moschee, die auch immer wieder zu Regendiskussionen auf Facebook einlädt. Wie steht er da dazu? Ja, also... Muss man das eigentlich fragen? Ich möchte dieses Mikrofon halten. Ich glaube, jeder hat davon was zu sagen. Und unsere ganze Kollegen in der Landes- und Bundespolitik und alle, die auf unserer Listen stehen, haben auch was dazu sagen. Aber ich sage es mal so. Prinzipiell Religionsfreiheit, klar. Sage ich nichts dagegen, ja. Dort gibt es eine Moschee seit 20, 30 Jahren. Klar, die gibt es. Die Leute sollen in die Moschee gehen. Die Frage ist der Neubau. Der Neubau in so einem zentralen Ort gegenüber vom Theater in einem Bereich, wo wir letztendlich nicht wissen, was dort passiert, wo vom Verfassungsschutz die DTIP beobachtet wird, die Finanzierung aus dubiosen Quellen kommt. Das sind alles, wo die Parkplatzsituation sowieso zu wünschen übrig lässt an dieser Stelle, mitten in der Stadt. Das sind alles Sachen, die sollte man im Gemeinderat nochmal zusammen angehen. Und ich sage ja auch ganz klar, Religionsfreiheit heißt nicht gleich ein Anrecht auf einen Bauantrag. Das sind verschiedene Sachen. Ja. Da gibt es Diskussionsbedarf. Ich gehe davon aus, dass wir hier sehr konservativ sind, sehr weit nachfragen, was, wer, wie und wann diese Moschee letztendlich zum Zwecke hat, außer beten. Und da schauen wir mal. Also die Moschee an sich, so wie sie... Der Bauantrag wird abgelehnt, so wie er jetzt da steht, ja, von unserer Seite aus, von der AfD-Fraktion. Also gegen die Moschee an sich und die Leute, die da drin sind, habt ihr eigentlich vom Grundsatz her nichts, nur der Neuausbau und da im Endeffekt dann mit... Wie hat das ausgesehen? Da waren Kuppel oben drauf und so weiter. Also ja, Minarette. Minarette, ja. Minarette, Mitte in der Stadt. Brauchen wir nicht. Also das brauchen wir nicht. Aber ansonsten gegen die Moschee an sich, wieso, wie seit 20 Jahren existiert, ja, alles gut. Wie viele Moscheen haben wir in Heilbronn? Das weiß ich gar nicht. 6 Moscheen. Aber ich glaube, dass die vollkommen reichen, würde ich sagen, für die 6 Moscheen für. Ja. Also ganz kurz noch. Ich bin also schon für Neubau. So ist es nicht. Das Gebäude ist also veraltet, es ist auch wirklich schlecht. Ja? Aber wenn wir jetzt alles vergrößern und Ladelokale reinmachen, die zum Beispiel keiner Schließungszeit unterliegen, schaffen wir einen autonomen Bereich und das kann es nicht sein. Ja, also dadurch, dass die Moscheen ja auch teilweise kommerziell genutzt werden, also da sind ja dann auch sehr viele Geschäfte drin, ist das ja, wenn man so will, eine Art Mischgeschichte und es ist nun mal einfach so, dass der Islam Parallelgesellschaften schafft. Das heißt also, die wollen unter sich bleiben. Deswegen bauen sie sich ja in die Moschee ihre Läden rein, damit sie ja unter sich sind. Und ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, sage ich ganz offen. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, wenn wir immer diese Parallelgesellschaften hier füttern und denen eine Ausweitung hier erlauben. Es muss einfach hier ein Konsens sein. Das heißt, auch die Interessen von anderen Heilbronner Bürgern müssen berücksichtigt werden. Also wir dürfen denen keinen Freifahrschein geben zum Aufbau ihrer Parallelgesellschaften. Das ist meine ganz eherne Meinung. Gegen den Neubau habe ich im Grunde auch nichts. Aber wie gesagt, Integration muss auch vom Islam herkommen. Also die müssen es auch wollen und ich sehe es nicht. Sorry, ich sehe es nicht. Es geht gerade zum Punkt Integration. Ich bin selber auch ein sogenannter Emigrant, Gastarbeiter, hat man dafür gesagt. Ne? Wir haben uns hier in Deutschland angepasst, integriert. Wir leben in Deutschland und wir verfolgen die deutschen Gesetze, alles klar. Deswegen, ich habe viele Diskussionen gehabt mit meinen Landsleuten, auch mit meinen Landsleuten, ja, die gesagt haben, Deutschland, jetzt sagen wir es auf Schwäbisch, ist scheiße, habe ich denen auch gesagt, wisst ihr da was? Wenn es euch hier nicht passt, gehen wir wieder zurück. Ne? Ich habe auch viele muslimische Freunde, ja, die sich auch hier integriert haben. Ja. Das ist auch meine Meinung als Ausländer, sage ich, die Leute, die hier nach Deutschland kommen, müssen sich hier anpassen.
Denn dieses Land ist für uns ein Gastland. Ja. Viele haben es akzeptiert, viele auch nicht, bleiben wie weiter, wie der Herr Dr. Benner gesagt, in ihrer Welle, ja, und bleiben unter, sind vor allem die dritte Generation, wo schon da ist, ja, die nennen sich immer noch jetzt Türken, ja, dabei sind sie, hier sind sie Ausländer und wenn sie runterfahren in die Türkei, sind sie immer noch Ausländer. Deswegen finde ich finde es schade, so gut, ja. Ich finde es schade, dass diese Jugend sich hier nicht integriert, denn Deutschland gibt ihnen das Brot, Deutschland das Leben. Und viele wollen es kapieren. Wo ich gerade eigentlich eine gute Idee gehört habe, Mensch, weißt, die Moscheen haben da Läden drin und so weiter, sollte sich vielleicht die Kirche mal überlegen. Weißt? Vielleicht, wenn da Läden drin sind, hast du da vielleicht sonntags einmal wieder jemand, der hingeht. Das ist, ja, ich find zum Beispiel, wir haben viel zu viele Kirchen. Ja? Auch jetzt in Heilbronn, wenn du guckst, wie viele evangelische, katholische und was weiß ich was für Kirchen da gibt, da gehst du mal sonntagmorgens in die eine oder andere rein, da hocke zwei, da hocke fünf. Ja, ich hätte schon lange zentriert, weil das kostet mir jeden Monat, weiß Gott, wie viel Kohle. Naja, aber die können sich sehr leisten. Das ist ja eine der reichsten Institutionen auf der Welt überhaupt, sind die Kirchen. Ja, wegen der Kirchensteuer. Die kriegen automatisch Geld vom Staat, die brauchen nichts tun. Der Papst in Rom hat so viel Geld, wenn der mal Schnipp machen würde, könnte er ganz Afrika versorgen. Da müsste nicht ein einziges Kind mehr hungern. Und die predigen halt Wasser und saufen Wein. Was ich sagen zum Thema Kirche? Thema Kirche, ja, genauso ist das Thema Kirche. Die Kirche zum Beispiel, die habe ich jetzt erfahren, wo die Notre Dame abgebrannt ist, ja, hat die Kirche keinen einzigen Euro dazu gespendet. Ja, und das finde ich auch eine Sauerei. Und wie gesagt, Deutschland ist der einzige Staat in Europa, wo Kirchensteuer bezahlt. In Italien bezahlt keiner Kirchensteuer. Ja, also da sieht man jetzt wieder, dass die Banane also über die EU reguliert wäre, aber zum Beispiel ein erheblicher Betrag wie die GEZ oder auch die Kirchensteuer die EU mit Absicht schläft oder beziehungsweise Deutschland mit Absicht hier keine Anträge reinbringt, weil das sind alles unterm Strich, genauso übrigens auch wie die Vergnügungssteuer, das sind alles versteckte Steuereinnahmen, die man nicht über die EU regulieren möchte. Ja, aber bleiben wir hier in der Gemeinde, das meiste haben wir durch. Was habt ihr noch für ein Thema? Wie sollte Heilbronn aussehen, wenn ihr das Ganze hier wieder aufbaut oder umbaut? Oder? Ne, haben wir ja gerade schon diskutiert. Unsere Ideen haben wir dargelegt. Ich denke nicht, dass wir große Chancen haben, das in Heilbronn durchzusetzen. Es gibt so starke Lobby und eingefahrene Seilschaften, die zu durchbrechen sind schwierig. Deshalb müsst ihr uns wählen, dass wir viel, 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 viel Stimme kriegen. Ganz wichtig, Wahlzettel richtig ausfüllen. Ihr habt die Wahlen. Wir haben 36 Kandidaten aufgestellt, aber ihr habt 40 Stimmen. Das heißt, ihr könnt jedem eine Stimme geben und dann sucht ihr euch noch vier Kandidaten raus, denen ihr zwei Stimmen gebt, dann habt ihr 40 verbraucht. Perfekt. Zum Beispiel. Wäre gute, ja. Zufällig gute, ja, Idee hier. Ha? Also, gut. Wir haben gute Ideen, glaube ich, wie wir Heilbronn voranbringen können. Dazu müssen wir halt eine starke Fraktion im Gemeinderat werden, damit wir auch was bewegen können. Alles klar, danke. War schon ein nettes Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch für den schönen Morgen. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Gemeinderatswahl und ja, dass du das ein oder andere, was du vorhabt, dann auch umgesetzt kriegt. Dankeschön. Ja, danke.